Also fassen wir die Unterschiede nochmal zusammen. Akkordlohn und Prämielohn. Der Akkordlohn geht nur für quantitative Leistungen. Der Prämienlohn geht für quantitative und qualitative Leistungen. Ja, wir haben das gerade gesehen. Bewusster Umgang mit Geschirr in der Küche wird weniger zerschlagen, ist erstmal eine qualitative Leistung, mehr Aufmerksamkeit. Und das kann man im Prämienlohn entlohnen. Beim Akkordlohn haben wir eine multiplikative Verknüpfung. Das heißt, wenn die geleisteten Stück 0 sind, kommt am Ende des Tages 0 heraus. Beim Prämienlohn haben wir ein Plus. Grundlohn plus Prämie, das heißt eine Zweiteilung. Wenn die Prämie 0 ist, muss trotzdem keiner verhungern, während beim reinen Akkord durch die multiplikative Verknüpfung jemand verhungern muss, um es dramatisch zu formulieren. Daraus folgt, beim Akkord haben wir ein hohes Risiko und beim Prämienlohn ein geringes Risiko für den Arbeiter oder Angestellten. Ja, das sind die Wesen. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.